Gut, jetzt praktisch der nächste Teil. Also hier wäre dann wieder der Verweis gewesen. Wir hatten ja bis jetzt immer gesagt, der Grundwert, der entspricht grundsätzlich 100%. Und da denkt man immer, naja, das ist so die Ausgangsmenge, da kann nicht mehr viel passieren, da wird nicht viel mehr kommen. Aber ich erinnere an Folgendes. Es könnte zum Beispiel auch ein neuer Prozentwert entstehen, der entspricht 119%. Wo ist das der Fall? Ganz genau mit der Mehrwertsteuer. Richtig. Wenn also ein Händler etwas kauft, wir nehmen mal ein Beispiel dafür, ihr schreibt mal schon stille mit, gegeben ist folgender Fall, ein Händler verkauft ein Radiogerät, ein kleines, für eigentlich, sagen wir, das hat einen Preis von 23,80 €. Das verkauft er ganz normal im Laden. Dann weiß der Händler, diese 23,80 €, die kann ich nicht einfach so in der Kasse behalten. Da muss ich die sogenannte Mehrwertsteuer abführen. Und die Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer kann man auch dazu sagen. Ich kürze das jetzt ab. UST, Groß U, Groß S, Klein T oder Groß M, Groß W, Groß S, Klein T. So werden die abgekürzt, wenn ihr es mal seht. Die entspricht derzeit in Deutschland 19%. Das heißt, wir werden den Preis, den wir uns eigentlich vorstellen, immer noch um 19% erweitern müssen. Gesundheit. So, und jetzt sagt unser Händler, ich habe dieses Radio verkauft für 23,80 €. Ich weiß aber, das ist nicht das Geld, was ich behalten darf. Das heißt, da muss die Mehrwertsteuer schon drin sein. Denn ich muss dann die Mehrwertsteuer an den Staat sofort abführen. Gesucht ist dann also der Nettopreis. Jetzt müssen wir das übersetzen. Übersetzen insofern, das schreibe ich mal in hellblau, das hier entspricht also wie viel Prozent wird das wohl sein, die 23,80 €. Ach so, ich soll Pause. Ganz genau, das ist der Bruttopreis. Brutto, wissen wir ja, heißt hässlich auf Italienisch, ne? Bruttopreis, und dieser Bruttopreis, der entspricht eben dann 119%. Na, jetzt können wir uns auch überlegen, was ist denn das dann, die 119%? Und was ist dann der Nettopreis? 119% entspricht dann, ja, Prozentsatz, Prozentwert, Grundwert oder was sind die 119% dann? Der Bruttopreis. Was ist das dann? Ich gebe nochmal eine Hilfe, das ist immer ein bisschen schwierig. Wir haben ja gesagt, der Grundwert mal Prozentsatz geteilt durch 100 ist der Prozentwert. Was wird es sein? Prozentwert, Prozentsatz oder Grundwert? Das muss also der Prozentwert sein. Hier, das. Das entspricht also dem Prozentwert. Das ist es schon wert, die 119%. Die kommen nämlich hinterher raus. Und hier nochmal zur, hier sind die 100%, hier sind die 119%. Also müssen wir entsprechend anders einsetzen. Das habe ich mal zur Hilfe dazu geschrieben. Und der Prozentsatz, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was muss ich da für ein Wort einfügen? Gut, also wie gesagt, das hier drunter, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen verwirrend, das habe ich deswegen hingeschrieben, damit es besser auffällt. Wir haben hier also 100% entspricht dem Grundwert und dem Prozentwert entspricht dann, was rauskommt, schon 119. Wir wollen allerdings den Nettopreis haben, also den Grundwert. Aber ich nehme das mal wieder weg, sonst verwirrt das wahrscheinlich zu sehr. Und wir rechnen jetzt mal und setzen ein. Und jetzt ist es ja nicht mehr schlimm. Jetzt sagen wir, Nettopreis wissen wir noch nicht, ne? Das ist der Grundwert. Also, Grundwert lassen wir stehen. Prozentsatz sind 119 Hundertstel und Prozentwert sind schon unsere 23,80 €. Und jetzt können wir wieder entsprechend umstellen, sodass das hier verschwindet. Was müssen wir schreiben? Richtig, mal 100. Denn hier steht durch 100, also sagen wir mal 100. Und hier steht mal 119, also durch 119. Ganz genau. Und dann haben wir GW alleine stehen und dann geht's los. Also ich schreibe das schon mal hin. Und das reine Ausrechnen, das macht ihr dann mal 100 und das Ganze durch 119. Und dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Macht eine Nebenrechnung, wenn nötig, oder vielleicht seht ihr ja was, oder werden wir dann gleich sehen. Hier geht man so bei, dass man sagt, die 238, die teile ich erstmal durch 119. Na, ich vermute mal, das passt zweimal rein. Das macht man dann zur Probe wieder rückwärts. 2 mal 9 ist 18, 2 mal 1 ist 2 und hier diese 1 ist 3
und 2 mal 1 ist 2. Aha, hat gepasst. Voneinander abgezogen, bleibt 0 übrig. Jetzt kommt die 0. 0 durch 119 ist 0. Und ich bin am Ende. Also kann ich sagen 20. Und jetzt darf ich nicht vergessen, hier dieses Euro dahinter zu schreiben. Und dann schreibe ich einen Antwortsatz. Und der kann ungefähr lauten, der Nettopreis beträgt 20 Euro. Kleinen Moment, ich mache gleich Pause. So, anderes Beispiel, 2014 betrug das Jahreseinkommen eines gesamten Landes 1,4 Billionen Euro. Wir nehmen einfach mal Billionen Euro. Und die andere Sache ist, das war ein Zuwachs, das entspricht also einem Zuwachs von, sagen wir, 2%. Das heißt, ein Zuwachs gegenüber 2013. Nehmen wir das mal an. Also, das heißt, das Jahreseinkommen des Landes ist um 2% gestiegen. Jetzt müssen wir was klären. Jetzt wollen wir wissen, wie viel... Ich schreibe das extra mal mit ein bisschen Platz, weil wir hier noch was klären müssen. Wie viel war die 2013er, das 2013er Einkommen? Das müssen wir jetzt in Kurzform fassen. So, bevor wir an die Lösung rangehen und da wilde Formeln aufschreiben, müssen wir uns erst was überlegen. Wir haben 2014 1,4 Billionen Euro gehabt und das sind 2% mehr gegenüber 2013. Was nehmen wir jetzt für Werte, wo sagen wir Grundwert dazu und wo sagen wir was wieder zu? Jetzt bin ich mal gespannt. Gut, das erste haben wir geklärt. Das können wir mal zu gegeben schreiben. Das heißt also, PS bekommt die Zahl 102. Aber was ist jetzt, ja, was sind die 1,4 Billionen Euro oder ist der, sind die 102 oder wo steckt jetzt der Grundwert? Wenn wir sagen, der Prozentsatz ist 102. Genau, der Grundwert ist gesucht. Das entspricht also unserem Grundwert. Und jetzt können wir die Formel wieder allgemein aufstellen. Wir sagen also Grundwert mal und jetzt gleich schon konkret 102 Hundertstel. Und was muss ich jetzt dahinter schreiben? Ganz genau. 1,4 Billionen Euro. Na, jetzt bin ich mal gespannt, wie wird das dann aussehen? Schreiben wir doch die Formel mal so. Grundwert mal, und ich schreibe jetzt 1,02 ist gleich 1,4 Billionen Euro. Warum 1,02? Na, 102 Hundertstel ist 1,02. Und wenn ich jetzt einen Regiestrich mache, kann ich mir einen Haufen Schreiberei sparen. Ich schreibe durch 1,02. Ist bloß ein Vorschlag, also ihr könnt das auch gerne ausführlicher machen. Hier müsste ich dann hinschreiben, mal 100 durch 102, ne? Das ist dasselbe. Und jetzt kam nämlich auch schon die Frage, wie viele Nullen soll ich jetzt nehmen? 12 Nullen, Vielleicht kriegen wir es einfacher hin. Wie sieht denn die Nebenrechnung aus? Gucken wir uns die mal an. Wenn ich das nämlich umgestellt habe, steht GW ist gleich 1,4 Billionen Euro. Geteilt durch 1,02. Jetzt ist das schon gar nicht mehr so groß. Und die Nebenrechnung hieße 1,4 geteilt durch 1,02. Was müssen wir machen? Wir haben hier hinten zwei Kommastellen. Wir verschieben das Komma mal um zwei nach hinten. Das heißt, wenn ich hier aber nur eine Kommastelle habe, muss ich hier hinten eine 0 auffüllen. Und jetzt haben wir 140 durch 1,02. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das ist so ein alter Trick. Ich habe letzten Endes mal 100 erweitert. Wenn ich das als Bruch hinschreibe, dann sieht das so aus. 1,4 durch 1,02. Ich nehme das mal 100 und ich nehme das mal 100. Das steckt dahinter, hinter diesem Ding. Das heißt, unser Komma ist hier eigentlich, indem ich eine künstliche Null aufgeführt habe, hier hinten hingerutscht. Aber ich brauche die dann nicht, ne? Ich schreibe das mal sauber ab. Jetzt heißt das Ganze 140 durch 102. Und das erledigen wir, wie üblich, mit unserer Rattenschwanzrechnung. Naja, das wird eine ziemlich lange Rechnung, wahrscheinlich furchtbar lang. Ich habe jetzt geschrieben, GW ist gleich 1,37254 und so weiter. Wir wollen uns jetzt mal die ganze Geschichte ersparen. Billionen Euro. Habe ich vergessen, die Billionen. Das wäre sonst etwas böse.
Aber jetzt ist es wirklich tatsächlich wichtig zu sagen, hier müsste ich so lange ausrechnen, bis ich auf den Cent komme, ne? Anders geht's nicht, weil sonst bei diesen vielen Nullen, die hinter einer Billion schon alleine stehen, da machen schnell mal 10 oder gar 100.000 Euro eine Menge aus. Also ich habe jetzt zugegeben ein etwas unglückliches Ereignis gewählt, also einen unglücklichen Wert, aber der käme in diesem Fall hin. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt letzten Endes nochmal Rattenschwanzrechnung ausprobiert und wie man mit solchen Sachen umgeht. Auch nochmal den Trick, ne? Kommaverschiebung, was letzten Endes hierauf beruht. Das ist nichts anderes als erweitern, das Komma verschieben. Und dann kriegt man es hin. So, wie geht man am vorteilhaftesten mit so einer Tabelle, die man ausfüllen muss, um? Naja, hier kamen schon mehrere Vorschläge. Entweder ich rechne den Preis von einem Stück aus und kann dann entsprechend mal 4 mal 5 mal und so weiter nehmen. Oder ich mache das viel schneller. Ich sage, ich nehme hier die 3 und die 6 und die 12. Dann nehme ich die ganze Sache hier einfach mal 2. Dann habe ich 63 mal 2 ist 126 Euro. Ja, ich mache das mal in einer anderen Farbe. 126 Euro. Und wenn ich das wieder mal 2 nehme, dann komme ich nämlich zur 12. Das geht ganz gut. Tja, dann müssten es wohl sein. Mal 2. 252 Euro. Jetzt gibt es aber ein Problem. Jetzt muss ich sagen, wie mache ich das jetzt am besten, um auf die 4 zu kommen? Da müsste ich diesen Wert durch 3 teilen oder was? Da lohnt sich mal ganz schnell den Preis für ein Stück auszurechnen. Das sind dann 21 Euro und dann kann ich hier ganz schnell mir die 10 schnappen, denn dann brauche ich bloß eine 0 ranzuhängen. Und ich kann das schnell teilen, das sind dann 105. Und 4 mal 21 ist 84. Und das Doppelte davon sind 160, 196. Und dann habe ich es. Das geht also relativ schnell. Leute, wenn ihr solche Tabellen mal ausfüllen müsst, dann einfach mal kurz drüber nachdenken, ob man es, wie gesagt, sehr vorteilhaft ausrechnen kann, ne? Wenn es so sein sollte, dass man dann sagt, und hier bitte jedes Wertepaar eintragen, dann müsste man erstmal gucken, tja, was ist der Maximalpreis? Jetzt gucke ich, das meiste wären 252 Euro. Also mache ich hier eine 250 hin und gehe knapp drüber. Und das meiste, was ich an Stückzahlen habe, das wären 12 Stück. Na, jetzt ist es leicht, jetzt kann ich einfach einteilen und kann sagen, das sind das 6 Stück. Wenn ich hier 250 sage und gehe dann knapp drüber, dann komme ich auch gut hin. Habe ich hier 125 und so weiter und so fort. Oder ich teile alles in 5 Teile ein und so weiter und so fort. Könnte man, jetzt kommt die ganz große Frage, könnte man auch sagen, ich nehme bei 12 Stück 200, na, ich mach's mal rot, 12 Stück 252 Euro, also knapp über die 250er Marke. Und wenn ich kein Stück kaufe, dann ziehe ich hier einfach einen Strich durch. Geht das? Hätte ich dann die Aufgabe wirklich erfüllt? Oh je. Das war natürlich ein Ding. 168. Ich mal's mal rot rein. Hat sich schon jeder gewundert, ne? Also nochmal zusammengefasst. Nochmal zusammengefasst. Ich darf hier nicht einfach eine Gerade reinmalen. Das ist in diesem Fall verboten. Weil es gibt nur ganze Stück und keine halben. Ich müsste hier also alle Wertepaare, die zwar auf einer gedachten Linie liegen, die kann ich hier einmalen. Das geht. Aber ich darf hier keine durchgehende Linie machen. Das darf ich, wenn ich zum Beispiel Wassermengen, Zeitmengen, die also teilbar sind, unendlich klein teilbar sind, wenn ich die vorliegen habe, dann darf ich auch krumme Werte nehmen. Aber nicht bei ganzem Stück, bei Menschen, bei Tieren, bei überhaupt bei Lebewesen. Also bei zusammenhängenden Dingen geht es nicht. Dann keine Linien, sondern nur Punkte, entsprechend die Wertepaare einmalen. Gut, ich habe jetzt spaßenshalber nochmal weitergerechnet. Hier kommt dann 902 hinten dran. Das habe ich nochmal eingefügt. So sähe die ganze Zahl, das geht dann komplett ganz auf. Wir haben hier mal abgebrochen. Aber so eine große Zahl, wie gefällt ihr uns? Igitt! Das sage ich auch. Tschüss.